Ja, und willkommen zurück zum Jetzt ist 98. Part. Das letzte Mal habe ich das falsch angesagt. Jetzt ist der 98. Part. Also, wir reisen zurück zur Vilja, Prinzessin Vilja, und werden sie mal kurz begleiten. Aber zuerst muss ich dort im Lager noch einige Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Mascarell. Und ich brauche auch noch ein paar Sog der Hölle Tränke wieder. Nicht für die allernächste Zukunft, aber bald einmal wird das wieder der Fall sein, dass ich hier Sog der Hölle brauche und ich habe bereits gar nichts mehr. Also verkaufen wir hier mal. Das glaube ich nicht. Auch nicht. 51. Nee. Na. Nein. Als meiner. Aber ich warte ja immer noch auf Klingsos Gürtel, daher mache ich hier gar nichts weiter. Schuhe der Macht. Weitsicht auf Map ist nicht schlecht, aber das brauche ich nicht wirklich. Das ist besser hier auf alle Magiesprüche plus 1, bringt mir viel mehr. Und die restlichen Mentortränke werde ich wieder in der Kiste einlagern. Das, diesen Schild behalte ich mal einen Moment. Das könnte sein, dass ich bald eine Begleitperson habe, den ich diesen Schild übergeben kann. Ich weiß nicht, ob es auch Prinzessin Vilja übernehmen will, diesen Schild. Ansonsten werde ich ihn dann verkaufen. Und was haben wir? Nichts weiter hier. Ne, schaue ich jetzt gar nicht nach. Sieht hier, ich habe jetzt inzwischen auch physisch Resistenz zu oberst plus 15%, magische Resistenz auch 15%. Ikonen ist vollständig. Klingt aus Armschoner und Gürtel fehlen noch. Pandoras Schicksalsreif, das ist das mit dem Leben absaugen und Selbstheilung. Und Grimnos Prüfung ist dasselbe. Und Fingerreif. Das ist irgendwie kritische Treffer plus Widerstand gegen Zauber. Die kann ich beide gebrauchen. Und hier ist Poschlag Gegner absaugen. Zusätzlich habe ich dadurch noch Magiekunde plus 5 erhalten. Also hier gibt es nichts mehr im Moment. Noch den anderen Händler hier oben besuchen. Geschwindigkeit plus 3. Okay. D
Den kann ich leider nicht gebrauchen. Axtkampf müsste ich dazu haben. Und auch weg. Ach ja, dann könnte ich gleich noch ein paar Runen eintauschen. Mal schauen, ob sich das überhaupt lohnt. Das ist Magie. Gib mir mal die Info läufig. Also, jetzt zum letzten Händler. Wo bin ich hier? Ah, hier entlang, genau. Ach nein, das wird zu weit. Nein, doch, ich mach's, ich mach's. 13, 13 Frostring mache ich. Den habe ich auf 14, genau, Frostring. Der ist auch 14. 13. 13, 13, ja. Denn wir werden in absehbarer Zeit gleich zwei Drachen gegenüberstehen. Da möchte ich so den Frostring so gut wie möglich entwickelt haben. Jetzt das Frostring, genau. Und Combo auch noch gleich. Und wenn ich schon hier bin, kurz ein Abstecher beim Händler. Beinahe gelaunt. Ja. Okay, jetzt zu William. Seine Soldaten haben die Macht in den Straßen übernommen. Der Lord Ray, verflucht soll er sein, hat sogar unsere Herrin Vilja unter Hausarrest gesetzt, bis sie einwilligt, ihn zu heiraten, um seine Ansprüche auf den Thron zu legitimieren. Die Ärmste sucht nun Trost in ihren Gärten, nachdem sie erfuhr, dass ihr Verlobter, der Prinz Valur, auf dem
dem Schlachtfeld am Lindwurmpass von Orks erschlagen wurde. Geht weiter, Amonchi. Und hütet euch in diesen traurigen Zeiten vor den Schergen der Mordrains. Hütet euch vor den Mordrain-Soldaten. Diese Schurken halten unsere Herrin Vilja im Palast gefangen. Ja, jetzt haben wir es erfahren. Wir werden also mit dem Mordris Soldaten hier, sehr wahrscheinlich auch mit ihm später oder nachher, wenn Vilja bei mir ist, Probleme haben. Okay. Moment mal, wieder mal speichern hier. Vor Auftrag, genau. Schönsten Abendkleid. Ihr habt den Verrat der Mordrace überlebt. Eskortiert mich nach Tyr Fasul, wo wir Prinz Valor finden. Ja, er lebt und berichtete mir von euch. Er lässt alle Welt in dem Glauben, er sei auf dem Schlachtfeld gefallen, nachdem Baron de Mordray ihn hintergangen hat. Mein geliebter Prinz ist dem Massaker nur mit wenigen Getreuen entkommen und hierher geflohen. Kurz bevor de Mordray dann meine Baronie besetzte und mich unter Hausarrest stellen ließ, gelangte er zur verlassenen Waldfeste von Tyr Fasul, wo seine Männer und er ihre Verwundungen auskurieren können. Doch de Mordrays Einfluss nimmt stündlich zu. Er greift nach dem Thron des sterbenden Arnum, bringt mich an seinen Häschern vorbei zu meinem Prinzen. Doch zuerst benötige ich andere Kleider für die Reise nach Tyr Fasul. Nur keine Sorge, Baroness. Ich werde euch sicher zu eurem Prinzen geleiten. Na, das ist vielleicht eine Überraschung. Eine Frau, die sich so schnell umziehen kann. Toll, jetzt haben wir eine Begleiterin. Ich glaube, ich kann ihr den Schild nicht übergeben. Oder sie schlägt ihn aus, nehme ich an. Oder? Nein, ich kann ihn ihr nicht übergeben, aber vielleicht für später. Also, wir müssen uns auf was gefasst machen hier. Ja, genau. Okay. Wir müssen hier hin. Und danach geht's, wie erwähnt, irgendwie, glaube ich, da hinauf. Okay, ich schalte das Mikro aus. Bis nachher. Kein Zweifel.
Hier irgendwo ganz nahe ist der gesuchte Ort. Ich komme. Diese Region ist befriedet. Was gibt es denn? Ja, bitte?
Diese Region ist befriedet. Dies ist wahrlich keine Herausforderung. Diese Region ist befriedet. Diese Region ist befriedet. Diese Region ist befriedet. Also ich kann mich da nicht drüber schwingen mit meinem Zauber. Das funktioniert ja nicht. Na gut.
diese Höhle werde ich dann nachher mal besuchen, wenn William nicht mehr bei mir ist. Ich weiß nicht, ob da wieder Untote drin sind. Ich will sie nicht irgendwelchen unnötigen Gefahren hier aussetzen. Da geht's nicht drauf, ne? Okay. Den nehmen wir gleich mal mit, den unbekannten Krieger, der will einfach hier weg. Ich grüße euch, habt Dank für eure Hilfe gegen diese Horde wild gewordener Bären. Sagt an, könntet ihr mich an den Waldrand oder in eine befestigte Stellung bringen? Ich bin sehr erschöpft und muss mich ein wenig ausruhen. Obwohl ich mit diesem Auftrag sicher unterfordert bin, nehme ich ihn an. Ja, ich muss ihn nicht extra ausrüsten, der ist stark genug und zudem sind die Gegner hier wirklich schwach. Also er will, ich kann das genau auf der Karte zeigen, er will mit uns hier nach oben und sieht den blauen Wimpel hier. Und wenn ich dann später dieses ganze Gebiet erledigt habe, respektive hier weiterreisen würde durch einen Teleporter, kann ich ihn nochmal ansprechen und dann sollte ich ihn hier runter begleiten und zwar bis hierhin. Das können wir dann später erst machen, dann ist also nicht wirklich schwer hier. Okay, wir sind ja bald am Ziel. Zeit des Todes! Geld oder nicht?
Diesen Wortläufe werde ich dann später ansprechen. Der hat einen Zusammenhang mit diesen Elfen, die hier oben bald auftauchen werden. Genau diesen beiden hier oben. Ich kann also hier sowieso nicht vorbei. Hier in dieses Gebiet kann ich vorläufig nicht vorbei. Die versperren mir den Weg. Ich muss zuerst mit den beiden, respektive mit dem hier unten sprechen. Und dann nehme ich die dann als Begleitperson mit. Aber zuerst will ich dann auch noch meine zwei Begleitpersonen abliefern. Diese Höhle werde ich auch erst später besuchen in der Nacht. Ja, hier ist nichts mehr los. Das ist wunderbar. Bald haben wir es. Bald sind wir hier. Also ich komme hier nicht vorbei. Oder doch, es geht doch. Naja, aber ich sollte sie trotzdem mitnehmen. Wenn ich dann später, wenn ich hier im Lager alles erledigt habe, wieder nordwärts ziehe. In der Nähe liegt das Ziel meiner Mission. Der unbekannte Krieger ist zufrieden, jawohl, angekommen. Ich werde mich ein wenig ausruhen und später wieder aus dem Wald finden. Ach ja, ihr nehmt dies zum Dank. Aha, noch was? Wenn ihr später zufällig aus dem Wald geht, könnt ihr mich mitnehmen. Erledigt jedoch zuvor eure Aufgaben hier. Ich ruhe mich so noch so lange aus. Alles klar. Schwerer Klepper, was habe ich? Schweres Reitpferd. Ja, schweres Reitpferd ist sicher besser als schwerer Klepper. Okay, ich werde hier noch ein paar Kisten öffnen und hier droht uns ja keine Gefahr. Wo mag denn hier die Bibliothek sein? Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. Und jetzt komme ich wieder nicht runter. Ja, ich kenne das. Das ist sowas Blödes hier. Ich weiß nicht, wo ich da runterkomme. Was für ein Mist. So. Und das... Nee. Jetzt will er schon wieder darauf. Leichtes Reitpferd. Nee, da entlang. Da entlang. Ah, das ist hakelig manchmal hier die Figuren zu steuern.
Häuser betreten und so weiter, genauso. Okay. Ich könnte natürlich alles hier oben rumgehen, diesen Rundgang machen hier, aber eben, wie gesagt, das will ich gar nicht. Ich habe das mal versucht, oder ich habe es mal gemacht und dann hatte ich, weiß nicht wie lange, 2, 3 Minuten, bis ich dann endlich wieder mal runtergefunden habe. Immer wieder auf den Ausgang geklickt, immer wieder und wollte einfach nicht mehr runtergehen. So schön ist es da oben jetzt auch nicht. Geht weiter hier. Ich bin noch nicht so beliebt hier. Das ist meine Kiste. Ist nix. So, und bald sind wir hier. Was gibt es da draußen noch, solange es hell ist, auch noch. Dieses Grab ist leer. Die Leichen mehrerer Monster. Und hier drüben. Und da unten war ich. Mal kurz hier. Buch der Religion 8. Drauf. Das ist also die geheime Zuflucht von Prinz Valor. Ja, jetzt will er nicht mehr runter. Ja. Okay, da entlang. Nee. Also, hier haben wir Prinz Valor und hier Sharifa, das ist die Hofzauberin, Magierin. Die werden wir dann später im Spiel noch ein paar Mal antreffen, natürlich auch ihn und sie auch noch. Aber im Moment ist es gut hier. Prinz Valor. Hab Dank für die Eskorte meiner geliebten Vilia. Für eure neue Mission redet mit meiner Zauberin Sharifa. Die Enthüllung des Verrats der Mordrays vermag uns leider zu nichts mehr nützen. Soeben erreichte mich die Nachricht, dass mein Vater, König Arnum, verstorben ist und Mordray nun die Kontrolle über das Reich hat. Wenn ihr eure Mission für Sharifa erfüllt habt, sucht in der Hauptstadt nach mir. Sharifa? Eine Kollegin, die die Weisheit der Bücher zu schätzen weiß? Ich bin erfreut. Ja. Das wäre gut soweit. Dann spreche ich mal kurz mit ihr. Waren wir fort. Das Rätsel um das Eindringen der Orks in unsere Länder ist zu entschlüsseln. Meine Weisung sei diese. Findet die Ork-Schamanin von Khorad Nur. Die Orks selbst scheinen nicht erobern zu wollen. Sie fliehen. Etwas treibt die Orks aus ihren Ländern. Die Ork-Schamanen werden ihre Götter gewiss bereits gefragt haben und könnten über Antworten verfügen. Sucht sie auf und findet heraus, was sie wissen. Im Zweifelsfalle untersucht, was die Überreste ihrer toten Körper zu sagen haben. Ich öffne euch ein Portal, welches euch nach Erkenböhrer bringen wird. Geht nun und viel Glück. Khorad Nur. Wusstet ihr, dass die orkische Endung Nur eine Abwandlung des dunkelelfischen Nar ist? Ich gehe ja schon. Neunmal kluge. Ja, du wartest hier draußen, das macht auch nichts. Also, sie hat uns ein Portal eröffnet und das führt uns wieder hier nach unten, nach Khorad Nur dann. Aber bevor ich dieses Portal betrete, habe ich hier noch ein paar Aufträge zu erledigen. Und dann will ich ja noch diesen einsamen. Hier bin ich richtig. Das weiß ich ganz sicher. Unbekannten Krieger noch draußen begleiten.
Was gibt's hier? Wie viele Aufträge sind hier? Eins, zwei hier oben. Okay, dann mache ich gleich mal den hier. Findet meinen Wolf Gambit. Heute Morgen muss ich feststellen, dass mein Wach Wolf Gambit verschwunden ist. Es kommt schon mal vor, dass er allein im Wald herumherläuft. Aber nach ein paar Stunden ist er spätestens wieder da. Ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Würde es euch etwas auch mal ausmachen, kurz nach ihm zu schauen, da ich im Moment meinen Posten nicht verlassen darf? Haltet euch südwestlich, da ist eine alte Höhle, vor der ich ihn schon öfter gefunden habe. Verzagt nicht, ich erfülle eure Mission. Das ist, glaube ich, der einzige Auftrag hier. Ja, natürlich neben ihm, aber den können wir erst sehr viel später erledigen. Das sind die drei hier oben. Sonst ist hier nichts. Okay, der Wolf, der ist hier hinten. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja, ich gehe den Wolf mal abholen. Die Höhlen kann ich ja nachher noch betreten. Bringen wir den Wolf sicher nach Hause. Das wäre schon einmal kein feindlicher Wolf. Er ist freundlich gesonnen. Und wie allen Begleitpersonen dürfen wir ihm ein Schild übergeben. Und das mache ich doch mal. Der ist wohl zu groß für dich. Hm? Okay, dann geben wir dir den Schild. Ja. Okay, will dann nicht, dass das System abstürzt. Also. Weg da, ihr steht im Weg. Und speichern mal wieder. Das ist vor Questübergabe. Hier. So, und das ist F9. Mal schauen, ob ich was erhalte. Da ist er ja, mein guter Gambit. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Herzlichen Dank. Ja, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Klingsos Rüstung gerne vervollständigen möchte? Brunhilds Beinkleid und Phasenverschiebung. Ja, Phasenverschiebung könnte ich wenigstens noch eintauschen. Blödsinn. Brunhilds
Beinkleid. Ich brauche was zum Klingensohr. Naja, dann beende ich eben wieder mal dieses Video und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann.